Informationen geben will. Zum Beispiel, wie ich gewinne oder wann sie ihren Einsprung hat. So. Dann ab in die heiße Quelle. Puh, das war jetzt echt wichtig, das war jetzt echt nötig. Okay. Ja, wir haben wieder ordentlich Energie. Muku, keine Zeit zum Ausruhen. Keine Zeit zum Ausruhen. So. Dann verkaufen wir mal kurz. Und zwar die Banane, dann kommen da die Ananas, Felsfische. Nein, die Badehose will ich nicht verkaufen. So, und dann noch hier Fischi, Fischi, Fischi. So, wir können kurz rein und die... Nein, das machen wir. Können wir am Ende des Tages auch noch machen. Rennen wir doch jetzt mal zu Lina. Im Kuhgalopp. Ah, da liegt was, das kann ich mitnehmen. Na. Jawohl, Himbeeren nehmen wir gerne mit. So, und dann wieder ab zu Lina. Schneller, Muku! Ich glaube, wenn man sich später im Pferd holt, ich glaube, das Pferd ist ein bisschen schneller als die Kuh. Aber das kann ich gerade nicht garantieren. Ist auf jeden Fall epischer. Problematik ist, ein Pferd zu haben, in der Regel macht es keinen Sinn. Denn reiten, wie ihr seht, kann ich genauso gut auf der Kuh. Dadurch bin ich auch schneller unterwegs. Und, naja, auf dem Pferd kann ich nur reiten. Das gibt mir sonst nichts. Deswegen macht es in der Regel eigentlich, ja, beinahe schon wirklich gar keinen Sinn, sich ein Pferd zu kaufen. Außer eben, dass Pferde cool sind. Und zu meinen Lieblingstieren gehören. So, dann haben wir da nochmal zwei Pilze, die wir gerne nehmen. So, da vorne müsste jetzt Lina sein. Wo ist sie denn? Im Hühnerstall. Da ist sie. Sie ist gerade ausgegangen. Sehr schön. So, hallo. Hi. Morgen ist das Milchfest. Meine Kuh hat schon mal gewonnen. Mein Stolz. Sicher, dass du nicht selbst dran teilgenommen hast? Auch wenn du einen Fehler machst, daraus lernst du. Viel Glück. Na gut. Willst du mir vielleicht irgendwie was sagen, Karl? Hey. Morgen ist Milchfest. Dort gibt es jede Menge Wettbewerbe und sogar ein Rennen. Geh unbedingt hin. Ah! Aha! 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 Willst du für ein Rennen üben? Ja, will ich mal. Muku. Ja, will ich. Schließ weitere Controller an, um mit Freunden zu spielen. Nein, will ich nicht. Boah! Kathi hat ein Pferd. Die Sau. Und Rupert hat ein... Wie soll ich denn da gewinnen? Wie soll ich denn da gewinnen? Der hat einen Strauß und die andere hat ein Pferd. Okay. Zwei, die Peitsche schwingen. Neigen ist Route ändern. Okay. Nach vorne und hinten bewegen ist beschleunigen. Okay. Alles klar. Wird schon irgendwie hinhauen. Wahrscheinlich nicht. Ich werde wahrscheinlich total verkacken. Muss ich das jetzt gerade kapieren? Komm, Muku!
Muku, gib mal ein bisschen Gas hier. Hey Muku, es kann nicht sein, dass du gegen ein Pferd verlierst. Aha. Oh, Kat überholt. Boah. Gib Gas. Gib Gas, Muku. Gib's denen. Muku, ich versohle dir so den Hintern. Na komm. Oh oh. Ich glaube, das war nicht so gut, dass ich den eingesammelt habe. So, jetzt gib Gas, Muku. Wo ist deine Milch? Na komm. Also die Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Die ist ein bisschen sehr gewöhnungsbedürftig. Hat das Rennen eigentlich auch mal ein Ende oder? Ah, da sehe ich schon Ziel. Das Rennen ist sehr gewöhnungsbedürftig. Die Steuerung vor allem ist sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Die ist extrem dumm. Nein, ich hab's jetzt kapiert. Aber die Steuerung ist wirklich wahnsinnig dumm. Um zu beschleunigen, muss ich die Wii-Fernbedienung nach links oder rechts neigen. Und um die Fahrbahn zu wechseln, um mich nach links und rechts zu bewegen, muss ich die Wii-Fernbedienung nach vorne oder hinten neigen. Ist das dumm oder ist das dumm? Andersrum würde es mehr Sinn ergeben, nur mal nebenbei erwähnt. Und wenn man sie einfach mit dem Nunchuk lenkt, das würde noch mehr Sinn ergeben. Aber das natürlich nur mal nebenbei erwähnt. Naja. Hat das jetzt... Nein, ich will nicht zu dir. Hat das jetzt eigentlich irgendeinen Einfluss gehabt auf die Herzen von Muku? Nein. Hat keinen Einfluss gehabt. Das heißt, ich müsste die ganze Zeit Milch einsammeln, damit ich schneller bin. Es wird aber auch nicht angezeigt, wie oft ich jetzt die Peitsche schwingen kann. Wird auch nichts angezeigt. Das ist echt ein bisschen dumm gemacht. Jetzt gehen wir mal hier runter, um mal zu schauen, ob hier noch irgendwas liegt. Nein. Nein. Okay, hier scheint eigentlich nirgendwo was zu liegen. Nein, hier liegt nirgends was. Ah, doch, da ein Segel. So, komm her, Muku. Gut, jetzt könnte ich eigentlich schnell nach Hause. Und... ja, ich glaube, das Beste, was ich jetzt machen kann, ist meine Viecher wieder reinlassen und in die Mine gehen. Nehme ich jetzt mal an. Gehe ich jetzt mal in die Mine wieder. So.
Ne. Schauen wir mal, habe ich irgendwas zum Verkaufen? Ja. Und hier. Und hier. Na, sonst nix. Ah, wo es mir gerade einfällt. Beinahe vergessen. Eigentlich kann ich die ja echt verkaufen. Ich finde jeden Tag so viele Kräuter. Ich brauche jeden Tag nur ein einziges Kraut. Verkaufen wir den Scheiß doch. Kartoffeln behalte ich. So. Kokosnüsse verkaufe ich. Den Weizen nicht. Und ja, den Rest behalte ich mal. Dann lasse ich jetzt mal meine Viecher rein. So, rein mit euch. Und dann lege ich jetzt wieder ein paar Sachen ab, damit ich wieder ein bisschen Platz im Inventar habe. Und dann geht's ab in die Mine. So. Dann legen wir die Sichel ab. Und das. Und das. Alles ablegen, was nicht gebraucht wird. Gut, mehr kann ich schon gar nicht ablegen. Es sei denn... So, ich nehme mir nämlich die Vitaltränke mit, falls ich irgendwie Lust habe, einen zu benutzen. Falls es irgendwie gerade einen guten Lauf hat oder so ein Scheiß. Kann ja sein. Dass ich gerade irgendwie Glück habe und ich richtig viel Zeug finde. Dann könnte ich immerhin einen Bravo-Trink zu mir nehmen. Gleichzeitig könnte ich natürlich jetzt auch wieder rüber zur Tukan-Insel fahren. Könnte ich eigentlich mal machen, dass ich mal am Abend zur Tukan-Insel fahre und da den ganzen Abend angel. Könnte ich auch mal machen. Ja. Entschuldigung, jetzt werde ich müde. Ändert sich ab 17 Uhr nicht eigentlich die Musik oder war das ab 18 Uhr? Ist ja auch egal. Schnell in die, wie heißt der nochmal? Meereshöhle oder Seehöhle. Meeres- oder Seehöhle? Seehöhle. Nein, Meerhöhle. Meeres- oder Seehöhle? Verdammt normal, ich weiß es doch nicht. Eins von beiden halt. Sehen wir ja gleich. Ich kann mir sowas nicht merken. Ich sag Meereshöhle. Wasserhöhle, natürlich! Keins von beiden war's. Ah, nein, ich will nicht wieder raus. Ja, die Wasserhöhle. Weder Seehöhle noch Meereshöhle. Nein, es ist die Wasserhöhle. Natürlich ist es genau das, was mir gar nicht erst eingefallen ist. So, Hammer. Und los geht's. Da kann ich. Full Power! Ah, da sehe ich was Schönes. Da sehe ich was Schönes. Steinsalz, das bedeutet Geld. Und Geld regiert ja bekanntlich die Welt. Da haben wir was Schönes, da haben wir ein Eisenerz. Auch darüber freue ich mich natürlich. Ah, noch ein Eisenerz. Sehr schön. Wunderbar. Dann geht's hier gleich mal weiter. Da ist nix. Ja, vielleicht habe ich ja noch im Laufe meiner Expedition durch die Wasserhöhle